So, ein paar Runden versuchen wir nochmal. Vielleicht gibt es ja eine Revanche, die was besser läuft. Ach, 8 Euro nur. Das war aber. Das war aber schade, dass das nur so wenig war. Feature. Bitte mehr als 8 oder 10 Euro. Mach mal ein bisschen Action hier. Klicken wären nicht schlecht. Jawohl, so ein paar auf Reserve. Oh, 10 Euro wieder. Kann da nicht mal ein bisschen mehr bei rumkommen? Na komm, hau noch mal was raus hier. Noch mal ein paar freie Spiele oder so. Bitte kein Feuerzeug, ein paar Flicken oder so. Jo, wie viel er wieder verliert hier. Ein paar Flicken noch. Och Mensch. Toll, wieder zum Prüfen.
Ich muss mal kurz einen Break machen. Ich mache noch mal was anderes. Bis später. Ach, ich habe gerade gesehen, hier geht das mit dem Banksafe nicht. Muss ich doch etwas anderes nehmen. Nehmen wir mal Joker's Cap Power Spins. Obwohl auch hier... Ach, hier gibt es gar keinen Banksafe, okay. Naja, probieren wir mal ein paar Powerspins hier. €54, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Na, wo bleibt die Kappe? Okay, das war ja anscheinend nicht so verkehrt. Gut, Geld haben wir schon mal wieder. Jetzt nochmal ein schönes dickes Plus irgendwie. Na, da ist die Kappe rund. Schade.
noch mal eine Kappe kommen. Jawohl. Ah, super. Die nehme ich mit. Zwei Kappen. Oh, schön. Auf. Noch was, komm. Jawohl. Jo. Hat er mal gut was geschmissen, zum Glück. Und das mit zwei Powerspins-Runden, glaube ich. Das war direkt in der ersten. Meine ich. Na gut, da hatten wir doch ein paar mehr. Ach ja, was soll's. Egal, Hauptsache das Geld ist da. Nach den langen Durststrecken, die wir letztens hatten, tut das mal ganz gut hier. So, das nehme ich mit. Die haue ich nicht weg. $352. Ja. Und jetzt mit dem anderen ist ja, zumindest macht er ja eh. Gott sei Dank ist die letzten paar Male so schlecht gelaufen. So, muss mal kurz einen Break machen. Probieren wir mal auf 80, dann noch ein paar Runden hier. Pause macht er auch. Und das Ass? Ah, schade. Endlich mal wieder was auf der Uhr. Na super. Ja, ich glaube, an dem Automaten kann ich gar nicht weiterspielen nach der Pause, weil der braucht ja alleine eine Stunde für 400 €. Ich bin mal gespannt, was er nach der Pause macht. Und ich habe ja noch über 400 € drauf.
wird er wahrscheinlich erstmal nur buchen gleich. So, und nochmal ein schönes Bild. Komm noch. Ah, schade. Ja, gut, Leute. Bis später.